Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Jo Leute, wir haben mal wieder News und es geht um Account Merging. Ja, Account Merging. What? Ja. Account Merging ist das da. Schauen wir uns mal ganz kurz an, um was es hier überhaupt geht. Also Account Merging bedeutet, also zwei Accounts sollen in Zukunft zusammengeführt werden können. Sieht folgendermaßen aus. Also hier haben wir es. Du hast einen ersten Account und du hast einen zweiten Account. Der zweite Account wird dann zum ersten Account hinzugefügt. Und zwei Wochen später haben deine ganzen Cosmetic-Items und V-Bucks und so weiter, die werden dann zu deinem ersten Account mit hinzugefügt. Der eine Account muss irgendwie bei der Xbox One oder bei der Switch gespielt worden sein und der andere bei der PS4. Und zwar noch vor dem September, den 28. 2018. Dein Account wird nicht sofort gebannt. So, V-Bucks und Items werden für zwei Wochen im Account gehalten, bis sie rübergezogen werden. Und du musst natürlich Zugang haben zu all deinen E-Mail-Adressen, die diese Accounts betreffen. Dann geht es hier um Facebook-Dinge. So, Battle Royale will allow you to merge all cosmetic items. Save the World will allow you to merge Llamas, Defenders, Heroes, Schematics, Survivors, XP, Evolution und Perk Materials. Marketplace, Items, Creative Islands, Save the World, Account Levels und Fortschritt wird nicht vom zweiten Account mitgemerged. So, also das ist jetzt erstmal so die aktuelle Info zum Account Merging. Ich frage mich, wer soll das bitteschön tun und warum? Also Epic Games. Ja, also es gibt mit Sicherheit einen Grund, warum jemand einen zweiten Account hat. Ja. Das hängt damit zusammen, dass er sich zum Beispiel bei dem zweiten Account die Stats nicht kaputt machen will und da einfach nur ein bisschen Spaß haben oder so. Nur mal so eine Anregung. Warum sollte jemand seinen zweiten Account mit dem ersten Account zusammen mergen? Macht das Sinn? I don't know. Also ich finde, das ist völliger Humbug, aber egal. So, dann gehen wir jetzt mal rein in den heutigen Item Shop. Und da, oh mein Gott, ich finde den wirklich so schrecklich. Ich finde den so unfassbar schrecklich. Sieht er nicht ähnlich aus? Also ich mag den überhaupt nicht, den Night Night. Ich weiß, dass er ganz gute Noten bekommt, aber ich mag ihn nicht. Und ich finde den auch scheiße. Und deswegen kriegt der Night Night von mir auch nur 3 von 10. Ich finde den grausam. Ohne Scheiß. Grausam. So. Und die Noten für das Ding sind, jetzt muss ich mal gucken. Hier, das sind die Noten. 4, ich kann es gar nicht begreifen. 4,29 von 5 bei 41 Votes. Aber gut. Ich meine, wenn es euch gefällt, gefällt es euch. Ich kann es nicht nennen. Ja. Ich finde den schrecklich. Und dann den Peekaboo. Ja, der ist ja noch schlimmer. Der Peekaboo ist ja noch viel schrecklicher. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Dann mache ich das hier. Ah! Also, nee. Und der kriegt auch von mir nur 3 von 10, der Peekaboo. Und der Peekaboo hat hier tatsächlich
Was hat denn? 3, so wollte ich das eigentlich jetzt nicht haben. 3,55 von 5. So, dann haben wir als nächstes, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt haben wir als nächstes hier die Pig Squeak. Das ist so grausam. Das ist so grausam. Auch das 3 von 10. Sorry, Leute. Nein, ich kann, das geht nicht. Es geht gar nicht. Und was haben wir hier? 4,34 von 5 bei 29 Votes. Ich kriege einen Koller. So, okay, also. Dann haben wir den Battle Hound. Oh, der Battle Hound ist ein klassischer OG-Skin. Ist schon echt relativ lange mit am Start. Also, als ich mit Fortnite angefangen habe, da war der schon beliebt. So, und der Battlehound kriegt von mir 6, 7, 6 von 10. Na, mal aktuelle Noten von, was ist das jetzt hier? 3,655. Ja. Alles klar. So, dann hätten wir als nächstes hier den Silberfang. Und ich finde, diese Picke sieht eigentlich ganz nice aus. Silberfang-Picke kriegt von mir 7 oder sogar 8 von 10. Ich finde die nämlich gar nicht mal so schlecht. Ja. Und hier haben wir tatsächlich, was habe ich jetzt? 3,43 von 5. Sollen wir hier noch irgendwas? Nö. So, dann sind wir beim Longshot. Oh. Der Longshot sieht eigentlich ganz nice aus, sage ich mal. Und der Longshot kriegt von mir 7 von 10. Dann haben wir 3,33 von 5. Dann haben wir den On the Hook. Wollen wir gerade noch mal? Was sagen wir dazu? Das Ding ist irgendwie cool. Ja. On the Hook kriegt von mir 8 von 10. Und da haben wir aktuell. So, da haben wir aktuell 3 von 5 bei 3 Votes nur. So, haben wir ihn am Haken. Dann haben wir hier diesen High-Rise Assault Trooper. Und sorry, aber der High-Rise Assault Trooper ist für mich das da. Ich mach's nochmal. So, ich finde den mega langweilig, den High-Rise Assault Trooper. Ich meine, ist klar, ist ein Skin für nur 800 V-Bucks. Ich finde der trotzdem, das ist, sorry, aber der ist einfach nur langweilig. Das Ding ist einfach nur, naja, uninteressant. Und deswegen kriegt er von mir auch tatsächlich nur 2, 1 von 10 sogar. Der High-Rise, was haben wir hier? Na, wo ist es? Wo? 3,4 von 5. So. Dann sind wir hiermit durch. Dann haben wir hier die Cold Snap. Ah, soll ich davon halten? Nicht wahr? Ist ein bisschen komisch. Verstehe das Ding auch nicht so wirklich. Mit dem Blümchen dran noch. Die Cold Snap. Und die Cold Snap kriegt von mir 5 von 10. Dann haben wir hier 3, irgendwas, 3,5 von 5. So, das war die Cold Snap. Dann haben wir.
Und das Ding verdient nichts anderes als das hier. Geil, das ist wirklich mega, 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 mega geil. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Das Ding ist cool. Kriegt von mir 10 von 10. Dann haben wir hier, welche Noten haben wir für den Showstopper? 4,57 von 5 bei nur 5 Votes. Okay. Mega geil, das Ding. Mal gerade machen. Mega geil. Dann haben wir den Snow Squall. Und sorry, aber das ist mal wieder. Oh, was soll ich dazu sagen? Das ist mal wieder das hier. Uah, 0 von 10 für den Snow Squall. Und der Snow Squall hat von euch wie viel? Was hat er bekommen? 3,29 von 5. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über euren Daumen nach oben freuen. Dann hüpft gleich ihr im Dreieck. Ja, mega geil. Ja. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es mal ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir, dem man gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.